Über der neuen Mehrzweckhalle der Weser-Ems-Hallen hängt seit Donnerstagabend der Richtkranz. 4,5 Monate nach der Grundsteinlegung war dies der Grund für eine zünftige Feier auf der Baustelle neben der EWE-Arena. Dazu begrüßten Hallenchef Jan Bartemann und Hallenprokurist Hendrik Upgang rund 450 Gäste, darunter allein 170 der am Bau beteiligten Handwerker. Upgang bezeichnete das Gebäude als ein Aushängeschild der Stadt, das den Rahmen für großartige neue Möglichkeiten gebe. Seit Ende März laufen die Arbeiten auf der Baustelle für die bis zu 7000 Menschen umfassende Mehrzweckhalle. Erste Stadträtin Silke Mein bekräftigte die Entscheidung für die Neugestaltung des Hallenkomplexes und Investitionen von 38,6 Millionen Euro.